Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Retro. Und heute ist auch mal wieder eine nachkommentierte Folge am Start. Und zwar habe ich heute das Gameplay an zwei verschiedenen Tagen aufgenommen. Es ist jetzt auch nicht allzu qualitativ, falls ihr euch das erhofft habt oder so, sondern ich habe einfach ja noch den Rest genommen vom letzten Mal. Denn da hatte ich noch was übrig halt, da habe ich ein bisschen zu lange gemacht, weil ich ja da auch schon eine Aufnahme gemacht habe für den Iggles-Kanal und da habe ich ein bisschen was rausgeschnitten, somit ging die halt länger als 10 Minuten. Ja, mache ich halt meistens so, dass ich dann so, keine Ahnung, 14 Minuten aufnehme, weil ich eben dann schon einiges rausschneiden muss, sodass es dann am Ende auf 10 Minuten kommt, ne? Und ja, da habe ich dann eben dementsprechend hier etwas mehr Material gehabt und dann den Rest gestern noch aufgenommen, spät auch wieder sehr kurz vor Schluss so oder kurz vor der Angst, sage ich mal. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, denn dadurch habe ich dann auch nicht viel Produktives gemacht, sondern bin einfach nur noch weiter rumgelaufen. Normalerweise hätte ich es dann so machen wollen, dass ich schon mal anfange, irgendwas mir vorzuknöpfen, was ich schon länger vorhatte, und direkt noch weiter aufzunehmen, das Gameplay für nächste Woche. Also das wäre halt das Optimum gewesen, dass ich so ein bisschen im Voraus das Ganze habe, wenn ich das jetzt hier immer so nachkommentieren will, aber ja, wie man sieht, hat es nicht geklappt und das ist natürlich ein bisschen schade. Eventuell kriege ich es ja auch doch hin, dass ich in den nächsten Wochen mal wieder das Ganze normal live aufnehme, aber aktuell sieht es noch nicht so danach aus. Also ich habe nochmal geguckt, auch wegen der Version hier, da bin ich immer noch ratlos, was ich machen soll. Denn ich komme damit immer noch nicht hin. Wir haben jetzt hier immer noch, also ich habe probiert, die ganz normal zu starten etc. Und ja, ich bin wieder mal dran gescheitert. Kann man einfach nicht anders sagen. Denn ich habe es wieder nicht geschafft, mehr da rauszuholen, also dass ich die Version einfach starten kann, sondern die 1.2.5 zeigt sich, sag ich mal, widerspenstig. Ich kann das einfach nicht machen, so. Keine Ahnung. Es ist anscheinend mir nicht vergönnt oder so, was weiß ich. Oder, ja, ich weiß nicht mehr, wie ich das bezeichnen soll. Also mittlerweile finde ich das ziemlich lächerlich, denn normalerweise hat das zu funktionieren. Und wenn alle anderen Versionen auch funktionieren, was bei mir der Fall ist, dann frage ich mich echt, was das soll. Also zumindest fast alle anderen Versionen. Ich habe es jetzt mal getestet mit der Alpha, also die 1.2. noch was, die gehen da alle. Dann die Beta geht auch, 1.5 zum Beispiel. Und da verstehe ich nicht, warum ausgerechnet die 1.2.5 nicht geht, von der Vollversion, Alter, ne? Ich meine, die ist neuer als die anderen Versionen. Und, ja, keine Ahnung, ein paar Versionen später, ab der 1.5 oder 1.6 geht's ja auch wieder. Das heißt, ich verstehe nicht, warum das wirklich so schlimm ist. Oder, weil, ja, ich finde dafür keine Worte mehr. Also, ja, warum ausgerechnet da die Java-Version anscheinend da irgendwie Probleme macht, ne? Daran scheint zumindest echt zu liegen, habe ich jetzt schon öfter festgestellt und immer mal prognostiziert. Und ja, ich weiß nicht, ne? Ist einfach nur merkwürdig. Ich blick bei Java mittlerweile eh nicht mehr durch. Die haben ja jetzt das geändert mit der Versionsnummer oder so. Es gibt ja jetzt mittlerweile schon Java 16, was ich überhaupt nicht verstanden habe, so mal ehrlich, weil vorher gab es ja immer nur Java 7, dann gab es eine ganze Weile lang Java 8 und dann irgendwie Java 9. Hatte ich auch noch mitbekommen. Und warum das jetzt auf einmal bei 16 ist, so ganz plötzlich, ist mir dann auch ein bisschen unbekannt, weil vorher hat das dann immer ein paar Jahre gedauert, bis mal die nächste rauskam. Also da müsste ich auch nochmal nachforschen, was es da so richtig, was da dahinter steckt und wie die das jetzt irgendwie umgebrochen haben, das ganze System. Also hört sich schon nach so einem Systemsturz an oder ja, so einer, wie nennt man das? Neuausrichtung auf jeden Fall. Ich komme jetzt nicht auf das andere Wort, aber ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist schon ein bisschen merkwürdig und ich glaube aber auch nicht, dass es damit zusammenhängt, weil das ja jetzt erst seit einer Weile ist und ich hatte ja schon vorher oder jedenfalls schon länger diese Probleme hier am Laptop, dass ich diese Version einfach nicht spielen kann, die eine. Ja, also, was weiß ich, ne? Ich hoffe mal, dass es irgendwann wieder geht. Wäre ja mal zumindest auch logisch so, ne? Naja, ich finde dazu jetzt keine richtigen Worte mehr. Ich würde mich nur wiederholen. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal auf ein anderes Thema. Oder ich guck mal so ein bisschen, was ich vielleicht hier zum Gameplay erstmal sagen kann. Also wie ihr seht, bin ich halt jetzt die ganze Zeit in der Höhle. Erforsche ja noch ein bisschen, ne? Und baue vor allem Eisen ab und so.
Ich habe jetzt nichts Gravierendes gefunden bisher, wie ich sehe, aber vielleicht kriegt man das ja später nochmal zusammen. Eigentlich hatte ich ja gar nicht vor, in die Höhle großartig zu gehen, zumindest nicht so lange wie jetzt schon wieder. Ich wollte da letzte Folge nur mal kurz rein, weil ich auch so ein bisschen nebenbei das gezockt habe, während ich ja über das andere Thema geredet habe. Und das hatte ich ja schon letztes Mal erklärt, das ging halt dann so am besten. Und da würde ich dann vorschlagen, dass wir demnächst mal irgendwie wieder was Produktives endlich machen. Ich meine, gut, jetzt war es halt auch so. Ich wollte erstmal wieder reinkommen, habe erstmal gedacht, naja, erstmal was Entspanntes machen, bevor wir wieder übergehen zu anderen Dingen, die zwar auch nötig sind, aber die dann schon etwas mehr, ja, sag ich mal, Konzentration auf jeden Fall. Und was war es noch? Ja, hier, ja, Kreativität kann man auch sagen, ja, doch, schon. Und noch weitere Sachen erfordern. Ja, das ist halt alles nicht so leicht und da brauche ich mal wirklich so eine richtige Aufnahmesession, wo ich eigentlich mal mehr am Stück aufnehme. Das wäre so das Optimum. Boah, ey, ich muss endlich mal wieder hier am Laptop die Welt spielen können. Ja, entweder ich update tatsächlich auf eine neue Version, dass wir irgendwie mit der 1.6 oder so weiter spielen. Aber das ist dann halt auch nicht mehr so richtig schön retro. Denn nur diese 1.2 ist halt richtig geil, finde ich. Also von der Vollversion, da will ich jetzt eigentlich nicht mit irgendeiner 1.6 anfangen. Das ist für mich jetzt nichts Besonderes, weißt du? So, da, das fühlt sich dann zu veraltet an. Erst ab der 1.2.5 oder maximal noch 1.3 fühlt sich's einigermaßen, ja, retromäßig an. Ich kann ja mal hier nebenbei probieren, wie das mit der 1.3 geht. Eventuell update ich dazu. Da müsste ich mich aber so mehr oder weniger breitschlagen lassen. Also gerne mache ich das eigentlich nicht, da jetzt auf einmal mit anzufangen. Aber naja, ich probier's mal. Einfach hier nebenbei, weil ich ja gerade eh nichts zu tun habe. Ja, mal sehen, ob die 132 entsprechend funktioniert. Na? Ja, ich weiß nicht, jetzt das Laden sieht erstmal nicht anders aus als sonst. Da kann ich noch nichts sagen. Aber ja, jetzt ist ja das Minecraft-Fenster, okay. Und sonst kommt dann immer direkt so ein Crash-Bericht. Ja. Habe ich auch sonst manchmal mit der 1.2.5, aber dann kann ich zumindest das Ganze wieder ganz normal starten. Jetzt hat es auch wieder so einen Crash-Bericht gegeben. Ja, vielleicht geht es ja jetzt beim zweiten Mal. Also manchmal brauche ich da echt auch 3 Versuche, bis das funktioniert. Am anderen PC. Aber da geht's dann zumindest. Hier war es dann aber bei der 1.2 dann immer so, dass es überhaupt nicht geht. Und da kam auch instant dieser Crash-Bericht. Aber jetzt bei der 1.3 kommt er anscheinend ein bisschen später, aber wie es aussieht, auch jedes Mal dann. Also ich kann das nicht umgehen. Ja, schade eigentlich. Ich wollte da mal das ein oder andere hier vielleicht probieren, dass wir mit der Version was hinkriegen, aber nee. Ich meine, gut, das wäre jetzt eh nicht, wie gesagt, meine erste Wahl gewesen. Ich hätte dann schon lieber die 1.2.5 genommen, wie bisher auch. Aber ist ja anscheinend hier alles nicht möglich. Wie wär's denn mit der 1.1? Ich probiere das mal, ob die funktioniert zufälligerweise. Ich meine, gut, da haben wir noch ein altes Weltformat und alles, also da müsste ich dann wahrscheinlich sogar eine andere Welt spielen. Aber vielleicht funktioniert's ja in irgendeiner Form. Nee, geht auch nicht. Okay. Jetzt will ich mal wissen. Also da kam auch wieder der Bericht hier instant, ne, der Crash-Dings. Ich will mal wissen, bis zu welcher Version das zurückgeht. Geht denn die 1.0? Teste ich das mal aus. Dann auf Spielen. Na, mal gucken. Okay, hier kommt. Oh, Leute, die 1.0 geht sogar. Hä? Wieso geht die? Aber alle anderen gehen nicht. Das ist ja scheiße. Okay. Hey, hier ist gerade ein. Ich habe hier gerade die Serverliste offen. Und da sind auf einmal auf jedem Server irgendwelche Spieler, hä? Das ist safe ein Anzeigefehler. Weil die ganzen Spiele, die ganzen Server laufen gar nicht normalerweise. Also, ja, was das schon wieder soll, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, das ist irgendein Bug. Ist egal. Ja, aber die 1.0 scheint zu funktionieren, also die kann ich zocken, theoretisch. Ist ja schon mal interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Retro-Welt hier noch habe oder ob ich das sozusagen aufgegeben habe. Ich könnte ja mal probieren zu spielen, obwohl, naja, ich lasse das jetzt lieber mal, bevor ich mir noch irgendwas zerschieße oder so. Sag mal, hatten wir nicht auch in der Beta, in der Retro-Welt ganz am Anfang so ein Haus in einem Dschungel gebaut? Also,
in einer anderen Stelle nochmal. Oder verwechsel ich? Nee, das verwechsel ich gerade. Okay, nee, alles gut. Ja, hatte ich nur noch in Erinnerung. Das war ein anderes Projekt. Ja, jedenfalls, warum die 1.0 jetzt auf einmal geht, und ausgerechnet die 1.1 und die Version, die ich brauche, nicht, verstehe ich auch nicht. Ich dachte schon ab der Beta 1.8 ging es nicht mehr. Aber anscheinend nicht, ne? Ja, ist halt immer wieder hier vor einer Überraschung gestellt, sage ich mal. Also super. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich würde jetzt einfach mal die Folge beenden. Das war's an der Stelle. Hat man doch wieder ein paar Themen. Naja, okay. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.